Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Und Deutsch. Und jetzt mal kurze Geschichte von diesem Spiel. Vor langer Zeit trug sich eine Geschichte zu. Die von Baby Mario und den Yoshis handelt. Okay. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, trägt zwei zappelnde Bündel frühmorgens durch den dunklen Himmel. Okay, da knallte plötzlich ein Schatten durch Wolken. Ja. Und Schallmauer und rast auf den Storch zu. Okay. Her mit den Babys. Wer ist das denn? Und ich kam weg. Zoom? Zoom? Okay. Kabum! Kam weg, die alte Schachtel. In Vorbeiflug schnappte sich die seltsame Kreatur ein Baby und zischte damit ab. Okay. Und das andere Baby? Oh jemine. Bei dem Angriff verliert der Storch auch das andere Kind. Okay. Und es fällt ins bodenlose Tiefe, mitten auf die offene See zu. Auf Yoshis Insel, wo die Yoshis wohnen, scheint unterdessen bereits die Sonne und einer der Yoshis bummelt vor sich hin. Hä? Warte, ich dachte in das offene See. Warum kommen sie jetzt auf die Insel? Da fällt doch tatsächlich ein Baby aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel und landet ausgerechnet und weich auf Yoshis Rücken. Na nun, mit dem Baby ist doch noch etwas vom Himmel gefallen. Was könnte das denn sein? Ja. What the fuck? Sieht wie eine Karte aus. Ziemlich dilettantisch gemacht, oder? Gezeichnet. Vielleicht von einem Kind. Baby Mario. Yoshi ist völlig ratlos und beschließt seinen Freunden, ja, alles zu erzählen. Okay. Ja. Menno! Das sind seine Geschwister von Kamek, oder was? Kamek, der fiese Magiekupper, ist stinkesauer, denn er konnte nur ein Baby rauben. Deshalb schickt er sofort seine genauso hässlichen Brüder, gemeinen Helfer los, um auch das andere Kind zu holen. Yoshi wackelte währenddessen frohgemut zu seinen Freunden und hat nicht die geringste Ahnung, dass Kameks Fieslinge schon längst die, was, Insel-Idylle durchforsten. Werden die kleinen Babys je zu ihren Eltern gelangen? Man hat noch nie von Mario und Luigi die Eltern gesehen. Ich will mal die eigentlich sehen. Ja, weiter. Hallo? Muss ich jetzt drücken, oder was? Achso, nein, das geht weiter. Ja, Super Mario Advance 3. Den Singleplayer-Modus. Choose the game. Yoshi's Island. Yoshi's Island. 1995 bis 2002. Nintendo. Und los geht's. Mit neu. Erstes. Sehen wir uns mal das Projekt an. Okay. Baby Mario schildert sein Leben. Diese Yoshis Insel, die paradiesische Heimatinsel der Yoshis. Sie sind alle fürchterlich aufgeregt, weil ihnen fast ein Baby auf den Kopf gefallen wäre. Nee, nur auf den grünen Yoshi, auf den Rücken. Yeah. Das Baby scheint zu fühlen, wo sich seine Geschwister, wo sein Geschwisterchen aufhält und möchte dorthin gebracht werden. Die Yoshi beschließen, einen Staffellauf zu veranstalten und Baby Mario den ist der Stab. Auf geht's, Yoshis. Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Yeah, Staffellauf und so. Din, 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 din. Und los geht's. Der erste ist der Grüne, okay. Ja, bald ich und beginnt jetzt das erste Level. Jetzt geht's los, Leute. Wird Yoshi von einem Gegner getroffen, verliert er Baby Mario. Hole das Kind zurück, bevor der Sternzähler abgelaufen ist.
Sonst schnappt sich Kameks Horde das Baby. Je mehr Sterne du also sammelst, desto besser. Sitzt Baby Mario wieder auf Yoshis Rücken, führt sich der Sternenzähler wieder auf bis 10. Am Ende des Levels wird Baby Mario seinen nächsten Beschützer übergeben. Okay, das ist Springen, das ist Zunge. Okay. Bisher kann ich nicht so viel in diesem Spiel sagen, das ist auch blind. Ich kenne das nicht. So, ach komm, spring richtig. Was ist hier? Flatterflügel. Halte A gedrückt, um mit Yoshis eine Zeit lang in der Luft zu flattern. Ach so, okay. Okay, das kommt das hier. Ach so, da kann man wieder hoch. Ich glaube, das ist jetzt ein Übungslevel, um mit der Steuerung klar zu werden. So. Und so. Weg mit dir. Und was kommt jetzt? Ja, Luigi weint nicht. Welt 1. Was ist das denn? Okay, Score. Yoshi. Schokohügel. Der Schokohügel war... okay. Was steht da? Eierproduktion. Schnappe einen Gegner, indem du B drückst und drücke dann auf den Sternenkreuz, um ein Ei zu legen. Zum Eierschießen drückst du R. Okay. Warte, wie ging das nochmal? Eierproduktion. Schnappe ein Ei mit Gegner, du B drückst und drücke dann auf unten auf. Achso, okay. Ich muss noch ein bisschen klar im Kopf werden. Okay. Blumenbonus. Sammle alle 5 Blumen in diesem Level und du erhältst ein extra Leben. Sie werden außerdem zu deiner Punktzahl hinzugefügt. Hallo? Was ist los mit dir? Eklige Pflanze. So. So, geschafft. Was steht da? Eierschuss. Ja, das habe ich schon. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gemacht. What the fuck? Okay. Ich glaube, ich muss das Teil da treffen, oder? Ja, ich muss das Teil treffen und passiert. Eine Leiter passiert. Okay. Was willst du eigentlich? Wo ist der Scheigei, der mich angreifen wollte? Hä? Wo bist du? Wo bist du? Hast keinen Bock mehr oder was? Ach komm, ich kann da nicht durch. Oder jetzt schon? Und so. Ich will einen Gegner haben. Verdammt! Komm her! Warte, kommt er wieder? Ja! So, komm mit mir. Dich brauche ich hier. Und... Ach, komm. Weg mit dir. Was gibt's in der Röhre drin? Okay, da ist ein Blumendings. Was steht da? Dieser runde Klotz ist äußerst hilfreich. Ich schiebe ihn an und du klolterst und... ja, okay, das macht alle platt. Was gibt's da? Ah, ich kann die ganzen Eier mitnehmen. Okay. Okay. Oh, komm. So. Yeah, ein Leben dazu. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wozu die da sind. Okay, aber ich sammle die trotzdem mal.
Ach, ich muss diesen ekligen Klotz mitnehmen. Okay. Jetzt komm. Jetzt geh. Ach, komm weiter. Und so. Okay, das ist anders als die ganzen anderen Teile, die ich bisher gespielt habe. Und was war diese Bug-Ding da? Ach komm, ich muss dich also mitnehmen. So, hab ich. So. So. Yeah. Und was bringen mir diese Teile eigentlich? Weiß ich nicht. Und so. Ist klar. Wir sind ja bei David und Goliath oder so. Da kommt auf eine Riesenpflanze aus einer Bohne gekrochen. Verdammt. Oh. Ach, komm her. Ich brauch ein paar Eier. Und so. Und so. Und so. Und so. Okay, ich habe ein Leben dazu bekommen. Was macht das hier? Unter den gelben Münzen sind in jedem Level 20 rote versteckt. Sie sind jeweils einen Punkt wert und werden zu deiner Gesamtpunktzahl hinzu. Ja, was interessiert mich das dann? Okay, dann mache ich das hier mal. Oh, komm. So. Meins. So. Kommt her. Und ans Ziel gekommen. Yeah. Jetzt kommt der pinke Yoshi. Der pinke Yoshi. Bonus Challenge. Yeah. Din, 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 din. Und was hab ich? 50 Punkte. 88 Punkte, ey. Oh, es kommen noch viele. Welt 1. Und was ist die Bonus Challenge? Rubbeln. Yeah, wir sollen ein bisschen rubbeln hier. Du hast 3 Versuche, die Marius frei zu rubbeln. Okay, es geht weiter. Ich muss kurz was machen. Ach so. Okay, das macht er alleine. Bitte, bitte. Okay, 2 Stück habe ich. Verdammt! Ist falsch. Warte, wie viele Chancen habe ich denn? Okay, 2 Leben dazu. Egal! 2 Leben sind gut. Ja, weiter rubbeln, rubbeln, rubbeln. In diesem Part mache ich diese Welt fertig. Ja, okay. Jetzt kommt die pinke. Yeah, grüner Yoshi. Bye, 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 bye. Oder macht was im Schloss. Bombola. Bombola, 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 Bombola. What the fuck? What the fuck? Yeah, übertreib gleich. Übertreib die Lage, verdammt. Ja, nochmal starten. Aber was soll diese Kacke? Bombola. Verdammte Kacke nochmal. Okay. Wieso habe ich keine Eier mehr? Und so. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Weil ich kann ja nicht wissen, was alles so kommen wird. Und wieso habe ich das jetzt gemacht?
Das ist ein Sternenkreis. Aktiviere ihn, indem du die durchspringst und du beginnst ein Level von dort, falls du vor dem ausscheidest. Erinnerst du dich? Drücke B, um den und auf den Steuerkreuz, um ein Ei zu legen. Drücke A, um abzuschießen. Ja, das weiß ich schon. Ach, scheiße. Ich wusste das irgendwie. Verdammt! Komm her. So. Du kommst her. Okay, das haben wir jetzt auch. Geht's auch da irgendwo lang? Anscheinend auch, okay. What the fuck? Wie soll ich da hochkommen? Ach so, bestimmt. Ach so, okay. Vielleicht komme ich da irgendwann. Ach. Ach, da haben die Entwickler ein bisschen reingekackt, weil das müssen sie echt nicht die ganze Zeit jetzt machen. Ja, wir können jetzt wieder da runtergehen. An der Stelle. Und so. Drücke Select, um deinen Punktestand anzusehen. Ja. Ja. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Und Propeller? Berühre die Zauberblase um und verwandle dich in ein Heli-Yoshi. Eine Heli-Yoshi. Erreichst du den Yoshi-Block? Erreichst du die. Ja, okay. Yeah, kleine Verwandlung. Din, 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 din. Verdammt. Komm her, komm her. Geschafft. Puh, okay. Din, 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 din. Okay, da gab es mehrere Möglichkeiten, aber egal. Und ich werde nicht alle Blumenmünzen sammeln, weil die bringen mir nicht so viel. Glaube ich jetzt mal. Und wo komme ich raus? Verdammt! Okay, den sammle ich mal. So, meins, 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 meins. Kommt her. Wieso müssen diese verfickten Kettenhunden kommen? Ja, geschafft. Yeah. Ich mache jetzt noch zum Schloss und dann mache ich einen Cut und dann geht's im nächsten Part weiter. Yeah. Din, 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 din. 30. Ja, geht ja noch. 72 Punkte. Yeah. 72 Punkte. Warte, ich muss mal kurz gucken, wie viel ich schon habe. 18 Minuten kommen, das kann ich da 30 Minuten lang durchziehen. Wenigstens nicht bisher nur einmal gestorben. Pilzgrotte, okay. Bin ich ein bisschen. Halt's Maul! Boah, Baby Mario regt mich jetzt schon auf. Die Musik ist schon toll, okay. Steht da. Stampfattacke. Okay. So, die Stampfattacke. Wozu ist dieses Teil da? Ich weiß es nicht. Nicht diese verfickten Pflanzen. Die haben bei Super Mario Advance 4 schon richtig genervt. Ich mach euch. Ihr werdet alle zu meinen Kameraden in Eierform. Es gibt zwei Kontrolle-Einstellungen. Ach. Wird sie die Stellung ändern? Nein. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, deswegen lasse ich das jetzt auch. Okay, da ist eine Tür. Okay. Ich habe irgendwas gekriegt, anscheinend. Ich gehe einfach mal. Du kommst mit mir, du wärst so einer meiner Kameraden und da ist ein Speicherdings, wo ich nicht rankomme. Komm her und Mario, hör auf, ganze zu weinen. Sei ein Mann, sei ein Klempner. Sei ein Klempner.
Ich brauche einen Schlüssel hier, sehe ich jetzt schon. Was bist du für einer? Hä? Was sind das für Gegner? Die tauchen einfach so auf. Du kleiner Wichs. Der weint immer zu. Oh. Ich hasse Mario jetzt schon dafür, dass er jedes Mal ganz halt weint. So. Meins. Kommt her. Du wirst jetzt nicht abhauen. Okay, da ist ein Schlüssel, den ich unbedingt haben will jetzt. Mein Schlüssel. Jetzt gehe ich auch wieder zurück. Wo war das dumme Tor? Achso, da, okay. Gehen wir mal rein. Kommt so ein Bonuslevel oder was? Ballonduell. Drücke innerhalb der vorgehenden Zeit nacheinander Tastenknöpfe, um den Ballon wieder zurückzuwerfen. Platzablon bei deinem Gegner, gewinnst du einen ab. Okay. Was kommt jetzt? Ach, scheiße, komm. Was kommt jetzt? Okay, es wird langsam schneller. Komm, mach endlich einen Fehler, verdammter kleiner Wichser. Okay, wie lange will das noch gehen? Mach einen Fehler, verdammt. Ach komm. Ja, das wird langweilig. Ja, gewonnen. Yoshi gewinnt. Yeah, ein Up. Yeah, yeah. Muss Baby. Oh, was war das jetzt wieder? Egal. Oh. Ja, wenn du jetzt weiter rumheulst, dann gebe ich dir irgendwann eine Baby Mario. Baby Mario ist für mich wie eine kleine Missgestalt. Okay. Die mich jedes Mal rum nervt. Ach, komm. Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen, Junge. So. Ich brauch ein paar Eier hier. Du kleiner. Boah. Ja, wein nicht. Ich wusste, dass nochmal passieren wird. Und so. Schön, schön, dass ich hier Eier produzieren kann. Gut. Wieso muss genau jetzt eine Polle kommen? Oder dieses Ding da. Was mich da. So. So. Jetzt einfach weitergehen. Und alle Scheißgeist töten, die immer in meinen Weg kommen. Verdammt. Komm wieder zurück. Ach komm. Egal, ich gehe einfach weiter. Da war sowieso nur diese komische Blumendings da. Komm, so. Verdammt, lass mich los. Stirb. So, habe ich jetzt meine Ruhe. Oh, ich hasse dich dafür, dass mich jetzt gerade verarscht hast. Und Bams. Der gelbe Yoshi, yeah, super geil, nur. Bonus Challenge, yeah. Din 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 din. Ja, magere 55 Punkte geht ja noch. Jetzt kommt das Schloss und dann mache ich einen Cut. Ein Up. Wir rubbeln ein bisschen, okay.
bisschen rumrubbeln. Ach, wieso komme ich immer mit der Maus an? Okay, ein Baby Mario habe ich schon. Okay, ein Leben habe ich schon. Das ist gut. Ach, scheiße. Und ein Leben dazu. Ich krieg ein Leben dazu. Yeah. Achso, ich habe noch eine Chance. Okay, zwei. Zwei Leben dazu. Ja, 11 Leben. Din, 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 din. Sehr, sehr guter Preis. Und jetzt geht's im Schloss weiter. Was ist das für ein Boss? Was bist du für einer? Skilleboss. Skilleboss, Festung. Okay, Münzen kriege ich hier. So, was gebe ich hier? Auch Münzen. Ich glaube, irgendwo bei denen ist auch bestimmt ein paar Sterne drin. Oder ein Leben. What the fuck? Was zur Hölle? Seht euch mal das hier an. Das sieht irgendwie sehr schlimm aus wie ein Kinderspiel. Das kann echt ein Kind traumatisieren und... Oh, so... Kann die nicht fressen, okay. So. So und so. Aha, wolltest du mich wohl treffen und... Irgendwie fallen mir nichts die passenden... Oh! Ach so, so. Ah, verstehe. So macht man die kaputt. Okay, habe ich mir jetzt gemerkt. So. Was ist das für ein Feuerball? Okay, das ist alles noch ein bisschen kindermäßig gestaltet. Okay, was kommt jetzt? Und so. Oh, oh, komm. So. So. Ich komme echt schnell mit der Steuerung klar. Sehr, sehr gut. Vielleicht wird auch dieser Part auch ein bisschen länger, weil es macht mich irgendwie süchtig. Okay, wie sehen die... Verdammte Scheiße. Egal, ich hab da gespeichert. Ich hab da gespeichert, ja. Yoshi! Was ist diese Kacke? Okay, starte ich wieder von da. Meins alles. So. Ah, komm, mach mal schneller. Ich habe ja nicht alle Zeit der Welt. Komm. Und so. Und so, und so, und so, und so. Oh, puh! Wieso wollte ich unbedingt diese Münzen sammeln? Oh, jetzt kommt das Gefehle los, Leute. Jetzt geht's los mit den Gefehle. Und was soll diese Kacke nochmal? Wenn es mal schwarz wird, kommt immer diese komische Farben da. Und so. Meins alles, komm her. Mach mal schneller. Jetzt kommen die Brücken. Boom. Okay, jetzt. Hol ich mir ein paar Eier. Kann ich ja mal gebrauchen. So,
Was zur Hölle? Jetzt brauche ich auf einmal einen Schlüssel. Was du f... Okay. Ich habe irgendwie geahnt, dass hier an sein muss. Kann ich ihn so töten? Kein Kommentar zu dem. Okay, das haben wir jetzt geöffnet. Aber was soll dieses Riesenviech? Soll das diese Dinosaurier darstellen von Super Mario Advance 2 oder wie? Ich hasse dich dafür, dass du das jetzt gerade gemacht hast. Okay, komm her. Wo bist du? Wo bist du? Na komm, fick dich ins Knie. Okay, irgendwie noch geschafft und jetzt geht's zum Boss anscheinend. Nicht von diesen Fettsäcken. Du willst also partout dem Baby helfen? Dann zieh doch diesem Gegner mal die Hosen aus. What the fuck? Übertreib doch gleich hier. Was für Hosen sind das denn? So. Baby Mario. Sei nicht so pingelig, du kleiner Homo Sapien. Sei doch nicht traurig, dass Peach dich nicht mal haben will. Und lass mich doch einmal in Ruhe. Habe ich es geschafft? Ja. Hier. Oh, du kleiner. So, weg mit dir. Na doch nicht. Anscheinend hat er noch was zu sagen. Ja, halt's Maul. Willst du mich verarschen, du kleiner? So, weg mit dir. Hab ich's geschafft? Ja, geschafft. Er pupst sich durch, okay. Er pupst sich kaputt. Yeah. Und was krieg ich? Yeah, Pizza. Joshis haben nur 3 Finger. 12. 16, ja, geht ja noch. 58. Yeah. 273, yeah. Din, 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 din. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.